Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute ein bisschen meinen Troll-Paladin weiterspielen, und zwar den Zandalari-Troll. Und der ist mittlerweile auf Stufe 73. Und ja, ich habe wieder ein paar Leute aus dem Stream zusammen, wir questen ein bisschen, beziehungsweise werden jetzt auch ein paar Dungeons noch queuen. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir... Komm, wir queuen nochmal Red of the... wir queuen nochmal hier Burning Crusade und danach vielleicht mal Wattle. Dann gucken wir mal. Genies, hey, grüß dich. Ich glaube, ich habe deinen Namen bestimmt jetzt falsch ausgesprochen, aber ich bin bei sowas immer ein bisschen gimpig, deswegen magst du es mir hoffentlich nachsehen. So, bevor wir jetzt... Naja gut, ein DD brauchen wir quasi noch. Sprich... Oh, warte mal, erfüllt die Anforderungen für diesen Gegenstand nicht. Okay, dann halt nicht. Bevor wir jetzt einen Proc kriegen, schaue ich mal, dass ich die Quest hier noch fertig kriege. Solltest du 80 sein? Warum sollte ich 80 sein? Ich bin verwirrt. So, perfekt. Quest ist fertig. Bloß das eine Item kann ich nicht looten, komischerweise. Und was müssen wir jetzt noch machen? Nach deinem See müssen wir irgendwas basteln. Ah, so ein Mob müssen wir kennen. Das ist, glaube ich, aber eine Elite-Quest. Kommt ihr vielleicht auch mal her? Der könnte... Obwohl, 10 Karte. Der ist einfach. Ich habe den gerade gemacht. Du hast den gerade gemacht. Ohne mich hast du nicht gewartet. Das, was du gerade nicht aufheben konntest, ist, denke ich, eine von den Hammern, die du aufheben kannst für die eine Quest, die aber schon abgeschlossen ist bei dir. Ah, okay. Jetzt versteh's. Macht nichts. Okay, wunderbar. Wissen wir nicht böse. Jetzt müssen wir bloß gucken. Ich will den Mob schon schnell killen, bevor ich in die Instanz gehe. Dann kann ich ihm einen Haufen Quests abgeben. Na komm. Oh, er geht sogar in den Enrage. Oh, na komm. Bitte nicht. Ah, fuck, Blutkessel. Warum kommen wir denn immer in den Blutkessel? Die andere ist halt das Beste, was dir passieren kann. Höllenfeuer, Bollwerk, ne? Und Blutkessel ist halt eher so. Blutkessel willst du halt nicht unbedingt. Oh, Schaden des Zorns. Oh! Fuck. Also in der Sekunde ist der Schaden des Zorns gespawnt. Ich musste ihn taggen. Da war einfach keine andere Chance. Der mich einfach weggenudelt. Ich hätte halt bubbeln müssen. Deswegen ist die Eni halt auch teilweise ein bisschen ätzend, weil die dich stunnen und dann wirst du halt einfach umgenudelt in dem Global. Kriegst halt dieses Schild von ihnen in die Fresse quasi und dann hat sich das... Gut, vielleicht sollte man auch nicht alle Mobs pullen, ne? Das ist das andere. Oder man sagt einfach, der Heiler ist schuld. Das zieht aber leider nicht. Ich glaube, der Heiler war schuld. Warum zieht das nicht? Niemals, der Heiler ist hier nie schuld. Doch. Sagt der Heal war durch oder irgendwie sowas? Nee. Weniger Pullen. Das Einzige. Sachen aussprechen und Zahlen merken sind nicht so Dinge. Naja. Schwierig. Alles, was so mit Denken zu tun hat, ne, da wird schwierig. Was war denn da? Ich glaube, die machen wir jetzt erstmal. Ja, ich dachte es mir schon, ich krieg eh wieder eine Betäubung. Sturmsangtal. Denkst du, ich bin grenzdebil? Also Sturmsangtal kriege ich gerade noch hin. Ich sage immer Sturmsangtal, glaube ich, ne? Das hat auch schon einige Leute erzürnt. Ja, ich tue meine eigenen Namen für manche Sachen verwenden. Wobei ich zumindest nur einigermaßen nah dran bin, ne? Also ich hatte hier auch mal so einen Typen, ich sage jetzt keinen Namen, ne, mit dem ich früher zusammengespielt hat. Der hat, es war in MOP, der hatte für die verschiedenen Gebiete eigene Namen, ne. Also ich bin mir bei manchen Leuten nicht so sicher, ob das Fun ist oder ob die wirklich die Gesinnung haben, ne. Aber der hat hier zum Jadewald hat er ja, was hat er gesagt? Judenwald hat er zum Jadewald gesagt und zum Tal des endlosen Frühlings hat der Tal des endlosen Führers gesagt. Lauter so ein Zeug, ja, wo ich mir auch dachte, also ich weiß nicht, ob das witzig gemeint sein sollte oder ob der wirklich so ein bisschen rechts war, aber der hatte so ganz seine ganz eigenen Namen für die ganzen Gebiete. Der war bestimmt ein Jewish Loot. Nee, da war der nicht drin, ne? Der war noch in einer anderen Gilde. Aber irgendwie komme ich immer in so komische Leute ran. Ich weiß auch nicht.
Ich weiß auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube Teil des ewigen Führers, hat der immer gesagt, ne, zu dem einen Gebiet. Ich weiß nicht, ich glaube zu den anderen hatte der auch noch den, auch noch so komische Namen, aber ich habe mir nicht alles gemerkt. Das ist dann doch nicht alles hängen geblieben. Ach komm, du bist doch hier mehr im Stun als alles andere, oder? Ist ja schlimm. Ihr merkt schon, ich werde schon wieder total heiser. Das ist, naja. Ach ja, du. Gibt's so Leute. Manche stehen halt auf Plattenhumor, weißt du. So beim ersten Mal schmunzelst du halt ein bisschen drüber, das war's dann halt auch. Oh, ja. Fuck. Ich wollte gerade babbeln. Nix babbeln, du behältst die Aggro. Aber das ist immer dieser panische Moment, du drückst Bubble, es passiert nichts. Was? Nein, passt sterbe. Schon. Bis jetzt sieht's gut aus. Ja. Weißt du, vielleicht sollte ich auch mal meine Dev-CDs in die Leiste ziehen, fällt mir gerade so auf. Ne? Ich hab ja noch was neu bekommen, sehe ich gerade. Moment, was habe ich denn eigentlich noch so alles nicht rausgezogen? Ich habe ja eigentlich jetzt hier schon den Dev-CD. Nö, sonst nicht, okay. Also wir sagen jetzt einfach mal, ich habe eben beim Levelaufstieg wahrscheinlich den Dev-CD gekriegt. Der war jetzt da nicht schon seit 5 Stunden in der Leiste. Hoffe ich zumindest mal. Aber gut, der hat relativ... Ja, 5 Minuten Abklingzeit ist halt schon happig, ne? Ich weiß nicht, irgendwie hat der Druid Tank die schöneren CDs, muss ich sagen. Hier die Baumrinde, ne, hat da ein bisschen über eine Minute Abklingzeit, das ist halt echt schick. Und was macht der eine Mob hier? Komm her. Und hier ist noch ein unsichtbarer Scheiße. Bin gestunt. Ja, und ich bin wieder durch, ich muss babbeln. Bin immer noch gestunt. Ja, jetzt weißt du, wie es mir geht. Du rennst hier rein und du kriegst nur einen Stun nach dem anderen, aber das, zum Glück kann ich das wegbabbeln. So ein Glück. So ein Glück, ja. Du bist nur noch im CC in diesen. Also hier, Blutkessel ist echt ein Drecksladen. Am besten versuchst du die, die unsichtbaren Mobs nicht zu triggern. Die hängen ja meistens in diesen Ecken drin. Wenn du dann. Ja, das reicht. 5 Sekunden Stun schon wieder. Boah, ich geh mal, ne, aufs Klo und komm dann wieder, wenn dann hier Stun ausgelaufen ist. Hinten ist auch einer in der Ecke. Wenn alle ganz am Rand laufen, dann triggerst du ihn eigentlich nicht. Eigentlich. Aber es rennt irgendjemand immer rein, von dem her. Na, komm her. Oder du kriegst einen Full Silence. Ach, das ist genauso verdammt schön. Ja, ist auch noch betäubt. Geh mal auf Distanz, vielleicht hilft das hier. Das klingt fast wie so ein Beziehungsratgeber. Ich geh mal ein bisschen auf Distanz. Vielleicht hilft das. Gegen den Herzschmerz. So, jetzt wollen wir hier gleich an diesen Fackeln quasi rumlaufen. Ah, der Ghoul, der ist schon ein bisschen... Ah, wir haben nichts getriggert. Perfekt. Gut, hab das gemacht. Ja, der Shami, der setzt hier sein Dings ein, ne? Ja, super. Aber sie haben hier das weiter geedit. Bin schon wieder nur im Silence. Kann mir immer selber nicht heilen. Das ist echt ätzend. Ja, beim Druid ist die Heilung egal, ob du im Silence bist oder nicht. Beim DK meine ich auch. Mal kacke, wenn alle Pets auf Taunt haben, dann bist du dir nie so sicher, hat jetzt irgendwer anders Aggro, hat das Pet jetzt Aggro, hat das jetzt reingespottet. Dafür hast du doch oben. Omen, oder? Aggrometer da unten? Ja. Das bringt ja gar nichts bei mehreren Mobs. Ich habe ja mein Addon, dass ich quasi sehe, ne, wenn die Mobs blau sind, dann habe ich Aggro und wenn die Mobs in Rot angezeigt werden, beziehungsweise Orange, in Rot haben quasi andere Aggro, in Orange gewinne ich gerade die Aggro oder verliere sie gerade, ne, quasi. Ist das ein Addon oder ist das die Standard-UI nur farblich anders markiert?
Nee, das ist ein Add-on. Das ist hier Tidy Plates, beziehungsweise jetzt Net Plates quasi. Also So. gut, Omen zeigt mir nur an dem aktuellen Mob an, wer wie viel Prozent Aggro hat, aber ich sehe ja, wenn ich den Mob ins Target nehme, schon wen er anguckt quasi. Also Omen ist ja nur beim Boss wichtig, wo du siehst, wie viel Prozent wer hat, bei ob dass du quasi auch bei bestimmten Mechanics das auswerten kannst. Es gibt nämlich Boss-Mechanics, die so funktionieren, dass derjenige, der die meiste Aggro hat, den Hit abkriegt, aber nicht der gerade die Aggro inne hat. Und zwar sind das zwei Paar Schuhe. Es ist ja so, dass derjenige, der die Aggro inne hat, 100% Aggro hat. Es kann aber jemand 102% Aggro haben. Der hat aber dann nicht die Aggro von dem Mob, sondern immer noch der 100% hat. Weil die Aggro switcht der erst, wenn du 110% hast in Midi-Range, beziehungsweise 130%, wenn du in Range bist. Also hinten stehst quasi weiter, also nicht in Midi-Range bist quasi. Ne? Und dementsprechend gibt es halt Bosse, die machen den Spell dann nicht auf dem, der die Aggro hat, sondern auf dem, der die meiste hat. Heißt, sprich, wenn einer auf 102 ist, nicht die Aggro hat, kriegt er trotzdem den Hit ab. Ne? Und solche Geschichten, da musst du halt ein bisschen drauf achten. Du nukst zwar noch nicht over, aber hast zumindest die höchste Anzahl an Aggro. Und bei solchen Bossen musst du halt wissen, wie es funktioniert. Das ist aber meistens nur die Tanks relevant. Das ist aber die Königsdisziplin, dass Leute wissen, welche Mechanik quasi bei der wirklichen Aggro ist und welche bei der prozentual höchsten Aggro ist. Ich bin mir sicher, dass manche Tanks auch nicht wissen, was der Unterschied zwischen ist, beziehungsweise ich habe schon mit Leuten zusammen getankt, die auch im höheren Content getankt haben, aber nicht wissen, was ist. Ne? Also gibt nämlich definitiv einen Unterschied zwischen den zwei Sachen. Und es gibt auch DDs, die nicht wissen, dass es eine Melee und eine Range-Aggro-Cap gibt quasi. Also dieses 110 und 130% zum Beispiel. Dass das auch einen Unterschied macht. Hey, grüß dich auch. Ach du, soweit schon. Ich bin bloß mittlerweile ein bisschen heiser, muss ich gestehen. Weil ich heute ein bisschen viel gebabbelt habe. Und ja, das schlägt sich immer so ein bisschen nieder bei mir. Wenn ich lang stream, merke ich das halt. Und ich war vorher schon ein bisschen erkältet. Das kommt noch dazu. Wie haben wir denn jetzt den da hinten geedit? Ah ne, okay, den haben wir nicht geedit. Ich wollte gerade sagen. Der hat nur seine Mobs da angecastet. Wartet mal hier. Ich zieh die raus. Ach komm, kick mich halt jetzt nicht nochmal fünfmal hoch. Ich zieh die nach draußen. Kommt um die Ecke rum. Okay. Ja, das funktioniert halt nur immer zum Teil, wenn halt die Leute vorne drin stehen bleiben. Autsch. Naja, ich nix antanken, wenn ich die Mobs um die Ecke rumziehen will, dass die alle kommen und jeder stehen bleibt, ist halt ein bisschen blöd. Bis jetzt 59, ich kann dich dann gerne gleich einladen. Nicht runternehmen? Magic. Dann kommen wir vielleicht nochmal ein paar Mal ins Höllenfeuerbollwerk. Das geht halt echt viel schneller, ne? Noch. Als jetzt der Laden zum Beispiel. Oder mal Breath für Burg. Auch noch die Quest. Ja, aber Burg dauert ewig. Mal da rausgehen aus dem Laden hier. Und dann können wir ihn einladen. Nein, Netplate schreibt man, so wie es als erstes geschrieben hast. Clero Master, das war auch der Worry von damals. Der Worry von damals, er hat schon mal mitgelevelt, das ist richtig. Schon ein, zwei Mal, glaube ich. Aber was er bei welchem Char Worry gespielt hat... Worry oder Monk, mal gucken. Worry oder Monk, was jetzt kommt. Kann ich dir jetzt nicht auswendig sagen. Achso, ich mache eine Gruppe auf, dann kannst du dich dann gerne gleich reinqueuen. So. Das in Klammern ist Aussprache. Ah. Wie ist das denn in Englisch nochmal? Da hat man immer auch so ein Dings für Aussprache gehabt. Das hat eine bestimmte Betitelung. Lautschrift oder so heißt das, glaube ich, ne, wenn man es ausspricht. Ja, nehmen wir das noch mit. Ach genau, hier ist den Feuerlöscher gekriegt. Wir haben schon zwei von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, theoretisch könnten wir das auch fertig machen hier, ne? Questing geht relativ gut durch. Die bringt tatsächlich auch relativ viel EP. Noch ein DK dabei. Ernsthaft, du hast einen Dungeon-Deserteur? Wie sollen wir denn mit dir queuen, wenn du einen Dungeon-Deserteur hast? Erzähl mir das mal bitte.
Schnell auf 99 gepusht und schnell gelieft. Ja, in ein DK gebastelt, ja. Ja, aber ne, du spielst auf 59 hoch, das mit die Inis. Das war, ne, hier, das war mit Köpfchen hast du das gemacht. Also er hat uns vorher gesagt, ja, er spielt schnell auf 59, dass er mit uns Dungeons gehen kann. Und dann lief der irgendwo, dass er Deserteur kriegt. Das, ach, ne, einmal mit Profis. Ach, wo bist du denn hingeflogen, darunter? Komm, ich flieg zu dir hin. Du bist mir zu langsam, du bist mir zu langsam. Ach, dich, ganz ehrlich. Ich könnte schnelle Fliegen, könnte man jetzt schon holen, ne? Oh, jo. Aber dann müsste man hier wieder herkommen. Wohl Dalaran, weiß ich nicht. Gar nicht so weit eigentlich weg. Das sieht man sogar von hier aus. Kannst ja auch, glaube ich, schnelle Fliegen holen. Ja, aber hier lohnt sich's, glaube ich, nicht. Alles in der näheren Umgebung. Na gut, wenn du das sagst. So, was müssen wir denn jetzt machen? Ach so, Haarproben sammeln, okay. Da musste man so einen Typen mitnehmen, ne? Und die Trolle umboxen. Genau. Aber es gibt davon auch noch ein paar weitere nervige Quests. Oben an dieser Burg da oder. Ne, dieses Raumschiff, was da rumfliegt. Da musst du mal hoch und. Oh. Raumschiff, du meinst hier dieses wie Nax, ne? Dieses Teil. Ja, genau. Es schwebt. Es ist ein Raumschiff. Also das ist ziemlich offen. Ich meine, dass man mit dem nicht unbedingt im Weltall rumfliegen kann. Würde ich jetzt... Ach, die Inni ist halt echt wenn kacke. Wenn Zombies an Bord sind, geht's. Achso. Meinst du, die brauchen keine Luft? Ja. So, alle drei stehen noch da hinten. Ich denke, steht woanders. Schieß, du kannst hier wirklich komplett alle Mobs skippen, ohne dass du eine Puttgruppe pullen muss. Wenn du halt nicht Movement wie so ein Fisch am Land hast, dann geht das. Ich werde 10.000 Gold, dass irgendeiner da reinhatscht. Ihr müsst jetzt auf die andere Seite, Ich meine, beide Gruppen pullen. Schnell. Krieg ich jetzt die 10.000 oder wie ist das? Nee, du hast ja nicht mit mir eingeschlagen. Jetzt ist zu spät. Jetzt gleich am Anfang sagen müssen, ja, ich wette mit dir. Einer in der Gilde auch. Jaina Heroic wette ich, dass wir nicht im First War legen, ne? Also natürlich nach dem Rekill. Aber ich hab's zugesagt und 1000 Gold gemacht. Ha! Ja gut, 1000 Gold, ja, ist nett. Was hab ich letztens, gut, das ist schon ein, zwei Monate her, ne? Da haben die im Raid angefangen, so ein Rollspiel zu machen, ne? Um Gold. Und dann habe ich halt mitgemacht. Und dann hab ich ein paar Mal mitgerollt und war dann irgendwie 100, 200.000 im Plus, ne? Und dann meinten die, komm, jetzt rollen wir um 250.000 oder so, ne? Haben die um eine Viertelmillion gerollt und dann hab ich gesagt, nee, komm, ich bin raus. Und dann meinten sie, ja, nee, du kannst jetzt nicht mit einem großen Gewinn rausgehen und mich blöd angemacht, dann hab ich halt nochmal mitgerollt und dann hab ich wieder halt 250.000 verloren, ne? Halt richtig, Mann. Bitter. Du hast schon wieder Hand auflegen gezogen, hast du gemerkt? Ernsthaft, hab ich jetzt schon wieder durchs Rollen? Wie das denn? Bin ich blöd? Als du auf der Mount losgeritten bist. Ja, weil ich nach oben und nach unten... Ach, fuck it. Ich soll's halt nicht aufs Mausrad legen, das Hand auflegen, ne? Mausrad legen? Aber wie zoomst du denn ran? Hä? Also, das Rad, ne? Vorne und rausrollen. Da hast du Skills drauf? Ja, natürlich. Muss ich während dem Kampf raus und rein scrollen? Ah. Nein, musst du nicht. Raus und rein scrollen muss ich ja eigentlich nie. Ich habe raus und rein scrollen hier auf Bild hoch und runter quasi gelegt. Schau, jetzt scroll ich raus, rein und wieder raus. Wann machst du das denn? Ich habe immer auf Max-Kamera-Distanz. Ich tue nie raus und rein scrollen. Ich tue immer auf Max-Kamera-Distanz. Und wenn ich es machen will, um irgendwas zu sehen. Wenn ich das Transmog aus der Nähe betrachten will. Ach, ja, genau. Aber Mausrad hoch und runter ist halt eigentlich eine Taste, wo du sehr gut rankommst. Ne? Deswegen habe ich da als Best draufgelegt. Ganz klar. Also alles, wo ich gut rankomme, lege ich als Best drauf. Das ist halt was wo du echt super rankommst.
bevor ich irgendwas mit Modifier mache und dann Fingerspagat machen muss hier, keine Ahnung, habe ich halt lieber auf der Maustaste noch ein bisschen was gelegt. Also wo du halt echt gut drankommst, ist quasi Mausrad hoch, runter und Mitteltaste habe ich auch noch teilweise belegt, aber das habe ich nur in der Arena belegt. Weil ich habe ja teilweise schon bei mir bei der Katze in der Arena, weil ich so viele Spells brauche, habe ich ja teilweise Hütchen bis Taste 6 belegt, ne? Oder ich weiß gar nicht, ob ich sogar 7 belegt habe. Dann habe ich belegt F1, 2, 3, 4, dann Q, W, E, R, R, T, dann habe ich belegt, ich glaube ich X, C, V und ich meine, habe ich B auch belegt? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Also wirklich ein Haufen Gedöns, ja. Und dann halt nochmal auf der Maus, Mausrad vor, hinter, mittel und dann nochmal so eine extra Maustaste. Aber das kriege ich nicht hin. Also da habe ich irgendwie Dings belegt, hier diesen Mars-Heal. Also quasi als Feral kannst du ja... Also dann bin ich ja ein richtiger Gimp, wenn ich das so höre, was du alles belegt hast. Ja, aber ich habe E, Q und dann, ja, Rechtsklick, nee. Damit drehe ich die Kamera. Mittelklick ist bei mir geradeauslaufen, Auto laufen. Ja gut, cool. Klar, das habe ich auf den Maustasten rechts und links. Und dann habe ich noch einfach... sechs Tasten an der Maus, an der Seite noch. Ja, aber du hast blöderweise, wenn du Dings hast, ne, die in der Arena, quasi als Feral, du hast so viele Spells, auch dann nochmal 4 Heilspells zusätzlich, wenn du die Healer-Fität gewählt hast. Wenn du PvP-Talent hast du dann auch nochmal zusätzlich was, wo ich zum Beispiel Dings habe, hier, wo ich dann auch anderen nochmal dieses Wurzelding geben kann. Das muss ich ja auch nochmal binden. Dann theoretisch muss ich mir die Gestalten halt auch nochmal binden. Das habe ich auf dem Makro gemacht, was halt mehrere gleichzeitig oder macht in verschiedenen Situationen. Aber sonst kriege ich das nicht alles in den Makro rein. Und theoretisch müsste ich mir im Bären auch noch was binden. Aber da muss ich mir dann nochmal Makros machen, die verschiedene Sachen machen, wenn ich in verschiedenen Gestalten bin. Das ist halt total nervig, ne? Und dann habe ich ja aber andere, die ganzen CC-Spells habe ich dann schon über Gladius gebunden. Da habe ich ja nochmal 3 Spells über Gladius gebunden, was mit Mouseover geht quasi. Also wenn ich die auch noch binden hätte müssen, weiß ich nicht, dann müsste ich echt mit Modifier arbeiten. Das will ich einfach nicht. Ich habe einfach keinen Bock, mit Modifiern zu arbeiten. Das Problem ist, da das jetzt so viele Spells sind und ich jetzt in letzter Zeit wieder keine Arena gespielt habe, bin ich schon wieder halb raus. Ich müsste halt mich eigentlich hinhocken und mal ein paar Tage hintereinander das wirklich spielen, dass du das blind drin hast. Weil immer wenn du neue Tasten belegst, du brauchst einfach ein bisschen, bis du sicher die Tasten drückst, ne? Also geht mir zumindest so. Ja. Ich denke mal, das geht vielen so, dass sie die Tasten binden und dann erstmal ein bisschen Praxis brauchen, dass sie halt... Es ist wie beim Auto beim Schalten, ne? Am Anfang musst du halt nur hingucken, was du tust beim Schalten und irgendwann ist es halt easy, ist auswendig, ne? Ganz am Anfang ist immer schwierig. Warst du schon mal in England mit Schaltauto? Nee, weiß ich nicht, warum. Da findest du das Rad wieder neu. Weißt du, plötzlich mit links schalten zu müssen. Stimmt, ja, klar, du hockst ja dann auf der anderen Seite, du hast ja... Das stelle ich mir aber auch ganz komisch vor, da bist du... Mhm. Und wenn du das schaltest, weißt du, musst du so ganz eckig schalten, weißt du, so vor, rechts, zurück und so, weißt du. Wie als wärst du noch ein Anfänger. Aber es geht auch. Ein bisschen Übung, dann geht das auch sogar. Ja, ist wie alles Gewinnungssache, ne? Ja. Ist immer gegen die Tür gehauen, okay? Lexi war auch schon viel unterwegs. Aber ach so, ja. Stimmt, automatisch rechts gegen die Tür, ja, weil dein Reflex will schalten und dein Reflex schaltet ja gegen die geschlossene Tür. Stell ich mir auch ganz ungewohnt vor, weil du musst ja auch, bist ja eigentlich gewohnt von der Abschätzen, dass du links hockst, ne? Von den ganzen Abständen, das stelle ich mir auch schwierig vor. Mhm, weil das Auto in die andere Richtung plötzlich ganz groß ist, ne? Mhm. Also ich habe, glaube ich, einmal ganz kurz mal so Bordstein buschiert. Aber war ja nur ein Mietwagen, ne? Da kann ja, man das ja machen. Das weiß ja keiner. Einmal England und zweimal Schottland. Nicht schlecht, da seid ihr schon gut rumgekommen. Ja, mit 50 Jahren, dann hat man viel Erfahrung. Der arme Tropf, ne? Macht man wieder älter, als er ist. Er ist erst 49.
Oh oh. Oh oh, heißt für mich Bubble. Ach, du hast auch gebubbelt. Ja, weil ich im 4 war. Drück mir die Bubble mal weg, dass kein DD stirbt. Ja. Passt. Eigentlich müsste es ein Council Aura Makro für die Bubble schreiben, aber da bin ich zu voll für. Weißt du, was ich früher hatte mit meinem Druid Tank? Ich hatte auf jeden Spell, den ich gehämmert hatte, einen Council Aura Makro für Bob. Weil du konntest ja früher, wenn du die Bob drauf hattest, konntest keine Melee Spells mehr ausführen. Und es gab immer so Spacken, die dir dann einfach random im Kampf Bob gegeben haben als Tank. Dann konntest du nicht mehr hidden. Und so die Kacke war halt dann, oder ich hatte halt so Kandidaten, ne? Und bei manchen Kämpfen war es ja auch so, du konntest ja irgendwelche Blutungseffekte und Sachen runternehmen und du wolltest ja nicht wirklich die Aggro verlieren. Dann musstest du wirklich instant quasi die Bob wieder drunten haben. Und wenn du es, ich hab's halt auf allen Spells drauf gehabt, hatte quasi mit jedem Ding ein Makro, das Council Aura hier Hand des Schutzes. Das war noch Zeiten. Aber da hatte ich, da früher konntest du ja noch alles Mögliche dir in Makros packen, weil so viele Spells keine Global Abklingzeit hatten, ne? Global Cooldown. Und da konntest du dir dann noch richtig coole Makros machen, das geht leider alles nicht mehr. Finde ich übrigens sehr, sehr schade. Also ich mochte das damals. Wenn du es richtig gemacht hast mit den Makros, auch vor allem beim Worry, ne, da konntest du ja teilweise 6-7 CDs in ein Makro packen, das hast du gepoppt und dann alles umgenudelt mit. Das waren Zeiten. Also mit einem Knopfdruck sofort 6 Skills zum Beispiel, ja. Dann direkt einsetzen. Da war ja nichts auf, also da waren ja nur die wirklich aktiven Spells drauf, alle irgendwelche Buff-Sachen und so, die waren ja nicht auf Global Cooldown. Ne, dann konntest du es reinpacken. Zum Beispiel hier, du siehst, wenn ich jetzt ein Spell drücke, was nicht auf Global Cooldown ist. Nicht auf Global Cooldown ist hier der CD, der Kick ist nicht auf Global Cooldown. Hier der nächste CD und also 4 Spells sind nicht auf Global Cooldown. Du kannst quasi einen Spell, der auf Global Cooldown ist, plus alle Spells, die nicht auf Global Cooldown sind, in Makro packen. Hier wird es keinen Sinn machen. Es macht keinen Sinn, meine beiden CDs auf dem Global Cooldown in Makro zu packen, um die gleichzeitig zu ziehen. Und Interrupt macht halt eh keinen Sinn. Also, es ist total schwachsinnig. Aber früher waren halt, also Worry hat ja ewig viele kleine Damage-CDs gehabt. Ne? Und die hast du halt alle auf Makro gepackt. Und es war ja auch sinnvoll, die alle gleich zu ziehen, weil sich die auch gegenseitig hochgesteckt haben. Und dann hast du halt übelst rausgerotzt, das ging halt bei vielen Klassen, ne? Dass du CDs stacken konntest. Da war das halt auch sinnig. Da konntest du noch einiges machen, ja. Schöne Zeiten waren's. Ob das jetzt das bessere Gameplay ist, sei jetzt mal dahingestellt, ne? Also, du hattest halt die Freiheit, dass du dir diese Makros machen konntest. Das geht halt jetzt alles nicht mehr. Ich finde, es spielt sich halt alles viel träger, wenn du einen CD ziehst und dann aber erstmal warten musst. Du machst in dem Moment nicht mehr Schaden. Und wenn du, teilweise gibt es Klassen, die haben 2-3 CDs, wo du dir halt alle hintereinander ziehst, dann ist es quasi so, du ziehst eine CD, Sekunde warten, du ziehst eine CD, Sekunde warten, du ziehst eine CD, wieder eine Sekunde warten und dann machst du erst Schaden, dann sind schon 3 Sekunden von dem ersten CD runter, der halt vielleicht nur 8 Sekunden geht. Das ist halt, weiß ich nicht, das fühlt sich so schlecht an, das macht das Spiel so langsam. Keine Ahnung. Und ich hab's heute noch mit Spells, die ich drück und dachte, ich hab's ja gedrückt, aber dann haben sie ja einen Global Cooldown ein bisschen nicht gedrückt. Zum Beispiel mit Inka geht's mir so. Das ist so eine Rotze. Ich hab ständig, dass ich, es kommen ein Haufen Mobs, ich drück Inka, hab aber da kurz davor was anderes schon gedrückt gehabt und Inka geht nicht durch. Ich spam die ganze Zeit Hauen, aber Hauen hat eigentlich Abklingzeit, nur mit Inka hat es keine Abklingzeit. Und ich spam quasi die ganze Zeit Hauen, es passiert aber gar nichts und ich merk's dann zu spät und dann habe ich eigentlich für 5-6 Sekunden einfach gar nichts gemacht. Und das sind meistens die Situationen, wo halt viele Mobs kommen und ich halt wirklich den CD braucht, ne? Das ist alle Untank und ach, weiß ich nicht. Das ist halt richtig dumm, keine Ahnung. Ist dein Debuff jetzt weg oder hast du immer noch den Debuff? Sonst würde ich jetzt hier rausgehen und dann können wir dich einladen. Musst du nur schnell Bescheid geben, wie es um deinen Debuff bestellt ist. Ach, der Typ ist jetzt wieder weg, oder? Der die Haarproben sammelt. Er ist weg, okay. Hicks. Ja, gut, ich muss den Typen neu holen, hilft nix. Müssen wir leaven, ne? Instanz gucken. Ja, müssen wir leaven, dann können wir ihn einladen, dann haben wir zumindest wieder einen sicheren Bollwerk ran. Kann man nichts sagen gegen. Bollwerk ist immer super. Ich queue einfach hier wieder Taylor rein, da kannst du, ne? Das findest du dann, denke ich mal, relativ fix. Wir sind hier fertig.
Warte mal, ich muss den hier anquatschen. Da haben wir ihn. So, Versuch Nummer 2 quasi. Habe ich schon erwähnt, dass ich so Leute hasse, die wo reinqueuen, du nimmst sie an und dann machen sie ewig lang nichts. Vor allem, die blockieren dir dann, dass du keinen anderen einladen kannst für 2 Minuten oder so. Und du hängst dann in dem Ding fest. Das hasse ich immer so richtig. Genau das, was er jetzt gerade zum Beispiel macht. Sind wir denn in der Suche? Nee, ich habe ihn gerade schon eingeladen und dann hat er aber nichts gemacht, bin aus der Suche rausgegangen und jetzt, früher habe ich gesagt, ne, wer es nicht ins TS schafft, hat diese natürliche Hürde nicht geschafft und kommt in der Gruppe nicht mit. Früher war es teilweise bei Leuten das Problem, dass sie den TS-Boss nicht überwinden konnten. Postet TS und dann du postest irgendwie, wie komme ich da nicht rein, ne? 10 Leute schaffen ins TS und 2 schaffen es über eine halbe Stunde nicht ins TS zu kommen. Und das ist jetzt etwa sowas ähnliches. Wer es nicht mal hinkriegt, einen Gruppeninvite anzunehmen, weiß nicht, ob ich so jemanden in der Gruppe drin haben will. Abgelehnt. Ja, ich hab dich nicht abgelehnt, ich hab dich angenommen, dann melde dich nochmal an. Dann warst du einfach zu langsam. Den Gegenstand kann ich noch nicht benutzen. Den Skull, haben wir skalpiert, den Troll. Ihr tankt den links da mal an, den kleinen. Ja, du mich auch. Dass er jetzt kleiner kommt und ne, uns übel mitspielen will. Hol ihn mal und zieh Bubble. So, hier. Ich hab dich eingeladen. 3, 4, 5, 6, 7. Er ist dabei. Jetzt, okay, wunderbar. Dann kann ich jetzt aus dem Ding rausgehen. Mei. So, gucken wir nochmal. Das muss manchmal ein bisschen Druck aufbauen bei den Leuten. Taust denn du die Mobs um? Die brauchen doch gar nicht. Ach doch, die brauchen wir schon. Dich noch nicht genug skalpierte? Komisch. Nupzocker, hey, grüß dich. Tele bekommt noch einen Herzinfarkt, ja. Weiß ich nicht. Gibt so Sachen, die mich nerven, weißt du? Wir haben doch keine Zeit. Ich habe heute schon 2 Stunden im Eschental weggeschmissen quasi. Das muss ich jetzt wieder reinholen. Blöde Eschental, das war so ein Fehler. Blöde ist, irgendwann muss ich das halt mit dem Questen mal machen, ne? Du droppst so schnell, das ist unfassbar. Ja, ist alles safe. Jetzt musst du mich bloß gut heilen, ich habe mir ein CD geschmissen. Oh, ich bin gestunt. Ja, jetzt ist nicht mehr ganz so safe. Hast du noch einen zweiten Cooldown, oder? Ja, ich habe noch einen zweiten Cooldown geschmissen. Jetzt habe ich so komische Flügel. Wir müssen ein bisschen Damage machen. Hand auf Link. Ja, ich muss mal weglaufen. Wenn die Mobs halt nicht tot gehen. So, jetzt bin ich komplett, ne? Komplett offen. Durch gar nichts mehr in CDs. Aber wir haben zumindest einen Master vom Hexer. Zu mir sagst du, ich sag doppeldeutige Sachen und du sagst, ich bin komplett offen. Mhm. Ja. Jetzt erklär mir das mal. Was siehst du denn daran doppeldeutig? Nee, man darf das nicht erklären. Ich hätte noch gesagt, wie so ein kleines Mädchen, wollte ich jetzt eigentlich noch dazu sagen. Hab's mir aber gespart, ne? Jetzt fällt er. Nein, alles easy peasy. Was habe ich denn eigentlich hier für so einen komischen Kopf auf jetzt? Hä? Ach so, da hat einer diesen Ding-Switch gemacht. Ich dachte mir das ganze Zeit schon. Das ist noch ein 81er Shadow. Ja,
Also theoretisch, sobald ich über Level 80 bin, wäre das durchaus drin, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so ganz bis spät in die Nacht machen will heute. Weil wir sind, ich bin jetzt halt Stufe 75, ne? Und ja. Siehst du das? Der hat den Wechsel gemacht, genau als du verwandelt warst in dieser Form. Und jetzt läuft er die ganze Zeit in dieser verwandelten Form rum. Mit den Welche Engeln. verwandelte Form? Bei mir läuft er als Engel da rum. Ach so, stimmt, ja. Ich sehe es gerade hier. Das ist ja nice, das geht. Ja, muss wohl im richtigen Moment austauschen, die Form, und dann bleibst du die. Es ist cool. Wusste ich nicht. Hab ich auch nicht gesehen. Ja, Ach jetzt nice, bist du jetzt. für immer die. Nice, jetzt bin ich der Engel. Das hat was. Komm, jetzt holen wir den Jetzt gleich weiß mal ich nicht, ran. wann du deinen Cooldown ziehst. Ja, das ist richtig. Ich kann's dir callen. Fuck, ich bin voll gestunt. Weißt du, dass auch die Heilung auf dem fucking Global Cooldown ist? Das ist halt die Scheiße. Du hast, manchmal hast du halt einfach kein Global Cooldown, dass du dich heilst, ne? Manchmal muss es halt wirklich sofort sein. Und ich finde, das ist halt einfach auch kein gutes Gameplay, weil manchmal musst du halt schnell reagieren und ich finde, derjenige, der schnell reagiert, soll halt auch belohnt werden. Und hier ist es halt so, du droppst runter und dann musst du halt eine Sekunde warten, bis du was machen kannst, ja? Das ist halt schlichtweg kein gutes Gameplay. Weiß ich nicht. Dann kannst du gleich so ein rundenbasiertes Spiel machen. Wo der Gegner einen Spell macht und dann kannst du dir den Spell aussuchen. Macht der Gegner wieder einen Spell, dann kannst du dir den Spell aussuchen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin da absolut kein Fan von. Ich würde es halt so machen, wie es davor war. Normale Angriffsbase, gerne Global Cooldown. Alles, was. Vor allem bei Tanks, CDs, gut, die haben ja jetzt zum Glück auch keinen. Und die Instant-Heil-Sachen, die sollten nicht auf dem Global sein. Weil vor allem, das kommt halt genau das hier, wenn ich jetzt bei einem Boss, ne, eher offensiv gehen will, dann ist alles, was ein Global Cooldown ist, quasi gewastet für mich. Also, was kein Damage macht. Und dann ist für mich schon die Heilung gewastet. Und dann neige ich halt eher dazu, die Heilung gar nicht zu benutzen. Und eigentlich solltest du ja als Tank für passives Gameplay irgendwo belohnt werden vom Spiel. Wirst du aber nicht. Das finde ich irgendwie dumm. Ich würde es noch sinnvoller finden, wenn du deine Heilung richtig setzt, möglichst viel Heal, dass du dann zum Beispiel auch ein bisschen mehr Schaden machst. Das würde dich halt dafür belohnen, dass du ein gutes Death-Gameplay spielst. Und so hast du halt immer einen Zielkonflikt und das finde ich halt irgendwie nicht so nice. Wie lange hält denn das? 3 Minuten. Ne? Gar nicht so blöd. Was kriege ich langsam so ein bisschen Augenkrebs, ne? Weil es die ganze Zeit so ein helles Strahlen ist von diesem Engel. Naja. Komm hier, der können nix. Ah, ich bin full stunned. Echt? Ich habe jetzt meinen Engel nochmal gezogen. Gut. Den wir mal in Hand auflegen. Das war jetzt wichtig und richtig. Ich habe nämlich gesehen, dass du deins auf Cooldown hast. Also theoretisch hätte ich es gesehen, weil ich es mir sogar anzeigen lasse. Moment, habe ich Hand der Aufopferung schon? Ja. Und du hast Also Segen ich der hab. Aufopferung auch, aber du ziehst es nicht. Was denn? Segnete, verringerte seinen erlittenen Schaden um 30%. Kennst du Okay, das nicht? kann man mal einsetzen, oder? Ja, weil ich hab mir das. Ich sehe gerade, ich habe mir ja auch Dings draußen, ne? Ich hab's mir auch angezeigt, das könnten wir nochmal gucken. Ja, also wenn's. Bei so einem größeren Pull kannst du's mal setzen, das ist eigentlich nicht so schlecht. Muss ich, warte mal, auf eine Gruppe. Gesamte Gruppe dann? Wie meinst du die gesamte Gruppe? Ja, ist das One Target oder ist das Nee, eine nee, es ganze? ist auf, ein Tag. Also das setzt du quasi auf den Tank, dann kriegt er halt weniger Schaden und du kriegst dafür den einen Teil Testen wir des es mal. Damage-Ups. Also du kriegst quasi einen Teil des Damage-Ups und es bricht halt dann, wenn du dadurch, glaube ich, sterben würdest oder zu viel Damage abkriegst oder irgendwie sowas. Genau weiß ich jetzt auch nicht. Man könnte es sich einfach mal durchlesen, dann wäre man wahrscheinlich schlauer. Aber da bin ich gerade zu beschäftigt für. Muss ja nebenbei noch Schar des Zorns basteln, ne? Das ist ein guter Heal, das siehst du schon.
Darf ich nicht zu sehr loben, ne? Dann werden sie immer überheblich, die Leute. Bin Retri normal. Jetzt kann ich, ob Reti das auch hat. Da interessiert mich kein Damage kriegen. Damage machen. Teilst du nur aus. Du bist Profi-Haller, ja, das ist mir schon klar. Du kannst es sicher beurteilen. So, 76 sind wir schon mal zumindest. Ja. Wahrscheinlich ist der jetzt auch aufgestiegen. Wir kommen wieder Blutkessel, ne? Ich will jetzt eigentlich nicht in den Blutkessel, aber wir werden sicher in den Blutkessel kommen. Ja. Nein, Bollwerk, yes! Sehr schön. Ist er doch für was nütze. Und schon wieder im Stun. Stunt. Mit dem Engel ist echt irritierend, ne? Kannst ihn ja wegklicken. Oder er läuft auch gleich bestimmt aus. Ne, 5 Minuten. Ich glaube, der hat ihn wieder drauf gemacht, oder? Ich hätte vorher nur 3 Minuten. Wir sind zwei. Ich bin ein Ork. Gibt's ja auch dieses eine Toy, was du aus dem Shop holen kannst, ne? Wo die ganzen verschiedenen Gestalten hast. Das ist auch nicht schlecht. Machst du sogar die Emotes von den Typen? Von diesen Bossen, ne? Nimmst dann die Gestalt an. Also das ist echt ein cooles Toy. Ja, komm hier, was soll der Geiz? Erst mal sofort den neuen Skill. Den neuen Skill vor allem. Den hast du bestimmt schon eine Weile. Für mich ist er neu. Ja gut, das ist halt schon 30%, ne, sind das? Hat schon was aus. Diese Pala Heal, ne, wenn du low bist, also der vom Tank, der halt halt echt richtig viel. Ja, prozentualmäßig ist. Darfst ihn halt bloß dann nicht zu spät drücken, ne? So ein bisschen die Waage halten. Komm, holst eine neue Gruppe und dann kommst du instant in den Stun und alle Mobs rennen irgendwo hin. Ich habe das Spiel gehackt und kann jetzt durchgehen in der Templarform bleiben. Bin Mr. T, weißt Nein, der hat hier diesen Wechselding gemacht. Ich habe den Tank-CD gezogen. Er hat in dem Moment quasi dieses Gestaltwechseln-Shit-Toy gedrückt. Und dann hat er die Gestalt gehabt für halt, weiß ich nicht, wie lange das geht, 10 Minuten oder so. Auf Mana. Okay. Welche? Und quasi als das. Ach, fuck, warum kommen die jetzt trotzdem? Ich hasse das. Und er hat es dann quasi nochmal gedrückt, um es wieder zurückzutauschen. Und dann hatte ich jetzt halt quasi die Zeit drauf, ne? So kannst du das halt machen. Dann kannst du bestimmt auch andere Gestalten dann länger drauf haben. Ist ganz praktisch. Wusste ich auch nicht, dass es das geht, dass du dann auch so Special-Gestalten quasi switchen kannst. So, komplett leer. Ja, dann reck mal. Right, jetzt. Dabei gucke ich mal in der Toybox, was ich noch so Cooles habe, ob ich mir auch noch was anderes verwandeln kann. Ja gut, der Umhang, der ist nicht so nice. Wurmzungen, den kann ich mich verwandeln, da habe ich sowas Hässliches. Ach komm! Kommen die noch dazu? Das war jetzt ein Gammelpull. Boss wird jetzt auch gleich dazu adden und wenn wir Pech haben, dann kommen die Gruppe da hinten auch noch dazu. Ne, haben Glück gehabt.
Naja, manchmal hast du auch noch ein bisschen Lack zumindest. Weil wir ja eh ganz gut aufgeräumt haben. Mal gucken, was ich so an Verwandlungstoys hab. Ja, eigentlich ein paar ganz lustige, ne? Es gibt auch diese komischen Dingsflügel vom Dunkelmond-Jahrmarkt. Hab ich die irgendwo? Ja, die hab ich auch ganz gerne. Was sind denn die, weißt du, wie die heißen? Ah ne, das war das Falsche. Lodernde Schwingen. Ab Level 80. 85 einsetzbar. Ach so, das ist halt schon wieder. Na gut. Das ist in der Cora. Schön, den Gas auch noch. Es gibt schon ganz coole Verwandlungstoys. So, das erste richtig coole, was ich hatte, das war, glaube ich, in Burning Crusade. Da gibt es so einen, wenn du den Angelwettbewerb gewinnst, gab es so einen Teil, wo du dich in so einen Nadelfrenzy verwandeln konntest. Also so ein Fisch, der in Stranglethorn rumschwimmt, ne? Und da habe ich dann PvP damals angemacht. Also ich habe auf dem PvE-Server gespielt, PvP angemacht. Bin dann immer da rumgeschwommen und habe gehofft, dass mich irgend so ein Hordler angreift, dass dann auch PvP wird, dass ich ihn umboxen kann, aber das ist leider nicht passiert. Hat leider nie geklappt. Weil das kannte damals so gut wie keiner, ne? Ich weiß nicht, ob... Das müsste ich auf meinen Hexer noch irgendwo rumflacken haben, wenn ich es nicht weggeschmissen habe. Ich hoffe, ich habe das noch. Ich glaube, das gibt's noch gar nicht mehr, dass du das holen kannst. Meine ich zumindest. Ich hatte mal tatsächlich nachgucken. Ob ich das da noch irgendwo rumflacken habe. Meine Lieblingskombi ist ja dieses Rüküllhorn, was dich größer machen lässt. Und dann Garmons Zopf. Dann bist du ein ganz großer Taucher. Und die Mounts wachsen mit. Naja, das habe ich gesehen vorhin, ne? Mit dem Riesendino. Genau. Machen wir das mal jetzt. Ist da einmal der Größte hier. Die sollten bei Tanks irgendwas reinmachen, dass du mitskillen kannst. Verringerte CC-Zeiten, dass du irgendwie bei so Stun-Scheißen nicht ständig im CC bist. Das würde ich definitiv mitskillen. Also vor allem in diesen PC-Innies. Anti-Days hast du ja automatisch, ne? Also hier, wenn du aufgemountet bist, aber Ding leider nicht hier gegen Stunts oder solche Geschichten. PvP gibt es so ein Talent, dass du verringerte Kontrolleffekte quasi hast. Das ist echt ganz nett. So, glaubt ihr, dass wir nochmal ein drittes Mal hier reinkommen? Ich bezweifle es ja leider ein bisschen. Das hat nicht mehr ganz gereicht, ne? Na? Oh, fuck! Schade. Blutkessel. Naja, gut. War aber jetzt absehbar, dass du nicht nochmal da reinkommst. Jo, Lexi, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Aber ist verständlich, in dem Alter muss man schauen, dass man zeitig ins Bett kommt. Einfach mal super klein machen, anstatt groß. Ich weiß gar nicht, was es für Toys gibt, wo du extrem klein wirst. Oh, das hat er noch gehört. Ich bin wieder leer vom Mana. Dann trink doch was. Nein, keine Zeit. Ich muss jetzt mal sowas trinken. Ich glaube, es gab was, um richtig klein zu werden. Aber du hast ja auch zig hunderte von... Dingern. Also es gibt auf jeden Fall den es gibt den Weltenschrumpfer und das gegenteilige Teil. Ich müsste mal gucken, was du machen kannst, um alles. Ich
ganz klein zu machen. Also es gab auf jeden Fall das Noggenfeuer-Elixier, aber das ist ja kein Toy, das ist ja so ein Trank, den du benutzen kannst. Da konntest du relativ klein werden. Das haben viele Leute im PvP immer ganz gern genutzt, weil du sie dann echt schwer targeten konntest, wenn du so richtig winzig bist. Und das lässt dich auch zum Skelett werden, ne? Genau, also es ist ja random, was du da als Effekt rauskommst. Kriegen wir es jetzt einmal hin, die da nicht zu pullen, die auf der anderen Seite? Es gibt bestimmt irgendwas, was dich halt zu so einem kleinen Gnom macht, oder es gibt, glaube ich, auch so ein Pygmäen-Teil, ne? Warte mal, jetzt klicken wir uns mal alles andere weg. Level up, dann gucken wir mal, was wir haben. Und das Ding war es nicht. Spiegel. Das ist es schon mal nicht. Vieles kannst du halt auch erst in höheren Stufen benutzen, ne? Schade, dass du es hier nicht filtern kannst. Du kannst hier nur die Quelle filtern. Aber du kannst leider nicht filtern, was es macht, ob es ein Verwandlungseffekt ist oder sowas, weißt du? Das wäre eigentlich ganz gut mal, dass du so filtern könntest. Oder Flaggen, ne? Weil jetzt habe ich ja 10.000 Flaggen. Was macht denn das hier? So, das musst du casten, die Magiebarriere. Linktron. Vieles kann ich halt echt nicht einsetzen hier. Ich kann leider nicht in die Spielzeugkiste reingucken, sonst sehe ich die Gruppe nicht mehr. Das ist natürlich blöd. Ja, ich kann das ganz gut nebenbei machen. Jetzt sterbe ich dann wahrscheinlich gleich. Was ist denn das hier? Ach, das war diese Laterne, wo du anklicken kannst, dann hast du einen anderen Geisterheiler. Na, stimmt, das war das hier. Geht nicht im Kampf verwickelt. Gib mir einfach mal ein paar Sachen. Ah, schau mal, jetzt bin ich schon mal ein kleiner Gnom. Ja, schon mal richtig hier, das erste Toy. So, also eins haben wir schon mal. Braufest, brennender Reif, das brauche ich auch nicht. Silence, echt. Uff. Hat ein CD gezogen. Hand auflegen hast du auch gekriegt. Ich kann jetzt halt nicht so auf die Dinge achten. Eine Bombe, was haben wir denn hier? Nee, das ist es auch nicht. Das hier. Ach, da brüllt man wie so ein Dings, ne? Dieses Resan-Teil. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Sachen, die dich ehrlich gesagt kleiner machen. Flagge. Hm. Hieß denn das Ding? Ich meine. Es gab so ein Teil, was dich kleiner macht, ne, aus dem Raid jetzt. Dieses, wo du so einen Diamanten dann aus der Krone rausbrechen kannst. Das macht dich ziemlich klein. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie ein Minimum gibt, wie klein du dich machen kannst, aber ich denke mal, diese Krone macht dich halt schon ziemlich klein, wenn du so ein Gnom bist, wenn du dann noch dieses Weltenschrumpf-Dings hast. Nee, das muss ja dann Weltenvergrößerer sein, ne? Da ist das hier drin. Sehr viel. Oh, was soll ich, war gerade in der Dingsbox hier, in der Toybox. Drin. Glaube ich, ein Ingi-Toy, ne? Weiß gar nicht, ob ich das bei dem mit drin hab. Ja, das ist der Weltenschrumpf, aber da brauchst du Ingenieur. Okay, da gab es, glaube ich, das Gegensätzliche auch nochmal. Ganzkörperschrumpf im Moment. Was ist denn jetzt los? Ich bin übelst geslowt. LOL! Hä? Siehst du mich noch? Ach, du bist sehr klein, ja. Alter Schalter! Aber ich bin auch übelst langsam jetzt. Gut, dass es den, schau mal, wie klein den ich Effekt bin. Nicht gibt, dass ich dich plattrampel. Schau mal, wie klein ich bin! Shit! Das hab ich noch nie gesehen. Wo ist er denn? Mach mal einen Mark auf dich, man sieht dich gar nicht. Da, am Boden! Moment, kann ich einen Mark auf mich setzen? Ich bin übelst langsam!
Da kannst du bestimmt noch mehr Schrumpfeffekte machen. Aber du siehst halt den Namen, ne? Außer du hast Namen ausgeblendet. Aber warte mal, ich krieg irgendwie gar keine Aggro mehr auf die Mobs. Nicht? Ich auch jo. Kein Damage mehr? Die rennen sofort wieder weg von mir. Ich mach auch kein Damage mehr. Ich mach gar keinen Schaden mehr, seht ihr das? 75 Damage mach ich noch. Alter, okay, ich muss das wegklicken. Shit, hab ich das falsche weggeklickt? Was ist denn das? Viel zu klein. Ach, du machst 99% weniger Damage mit dem Teil und du bist so winzig, okay. Deswegen habe ich keine Aggro mehr halten können. LOL. Oh mein Gott. Also wenn du von irgendjemandem mal die Account-Daten hast, ne, und dich irgendwie einloggen kannst, du nimmst das Ding und auf jeden Spell machst ein Makro und bindest das Ding drauf, ne? Und ziehst die ganzen in die Leiste da, wo die normalen Spells waren. Ich glaube, da wird derjenige verrückt. Bis das checkt oder jedes Mal wieder. Das ist ja ein richtig cooles Toy. Das kannte ich tatsächlich gar nicht. Ich habe mir das wahrscheinlich irgendwo gefarmt. Wahrscheinlich sogar vor Ewigkeiten mal, ne? Und aber nie benutzt Silent. Anscheinend. Auch wieder Silence. Das ist ein Dreck. Dachten wir schon. Aber blöd, dass du halt auch, also, dass das Movement auch so verringert ist. Aber das ist richtig klein. Ich dachte nicht, dass du so klein werden kannst. Das war ja so in der Größe wie so ein Kieselstein, wo du für diese Gürtelquest anklicken musst. So winzig war das ja. Ich hab ja jetzt nur ein, also gut, ich bin Gnom quasi, da bin ich schon ein bisschen kleiner, ne? Aber das Ding hat ja extrem das verkleinert. Wenn man da noch diesen Kristall und diesen Weltenvergrößer drückt, dann müsste man ja, also das müsste man ja gar nicht mehr sehen, das Ding. Also wenn das alles decken würde, ne? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das ist echt krass. Wie hieß das Ding jetzt? Irgendwas mit Schrumpf hier, Ganzkörperschrumpfer. Schrumpfer mit A hinten. Ganzkörperschrumpfer, das ist ein Troll-Item. Schrumpfer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Man lernt nie aus. Ja, Noobzocker, du hast es falsch geschrieben, ne? Es ist mit A hinten und nicht mit ER. Gut, jetzt brefft er halt hier so ein bisschen rein. Nicht so ganz optimal, würde ich mal behaupten. Ja, der Gift ist ganz schön stark. Hast du dich gerade berichtigt, ha? Ja. Ja, das mit den Artikeln ist schon eine schwere Geschichte. Die Schule ist schon lange her. Könnte ich jetzt sagen, merkt man, ne? Aber es ist schon spät. Ich sehe das mal nach. So, kommen alle rechtzeitig rum, ohne dass wir was adden. Wenn wir die nämlich alle adden, dann geht's uns gleich schlecht. Oh weia. Oh weia. Oh oh, Schurke hat mich gestunt. Jetzt bin ich raus wieder. Noch ist alles gut, solange wir jetzt nicht. Nee, die laufen vorbei. Willst du die haben? Soll ich holen? Nee, will die nicht. Was wollen wir denn mit denen? Bringen ja nix, die Typen. Sind nur nervig. Dieses Hochkicken ist auch richtig nervig. Also ich zieh die einen jetzt raus, ne? Bleibt hier stehen, bitte. Komm, kannst du mich nicht alle 2 Sekunden einmal hochkicken? Links hat einfach. Und, oh shit, das bin ich hier drin betäubt. Das ist natürlich jetzt richtig schön. So. Jetzt könnt ihr hier zusammenkommen. Oh, schade, sonst spawnt wieder. Jetzt muss ich mal ganz schnell. Dass ich den erwische. Ich glaube, den Boss darfst du nicht rausziehen, sonst resettet der. Das wollen wir jetzt nicht.
Oder kannst du die Mobs halt wesentlich besser umhauen. Ich finde es übrigens hier schön, dass du nach unten Magterilon siehst, ne? Das ist eigentlich echt cool gemacht. So dieses Angeteasere schon in den 5-Mann-Innis zum Raid. Das finde ich echt schick. Gut, so ein bisschen hast du es ja jetzt auch mit dem neuen, mit dem Tiegel, dass du quasi in dem ersten Raum drin bist, wobei das halt ein bisschen lamer umgesetzt ist, muss ich sagen. So, lala. Raus ist der Inni. Gebe ich mal die Quest jetzt hier noch ab. Dann haben wir nämlich eh schon wieder eine Stunde rum. So schnell vergeht die Zeit hier. Ach, die habe ich schon abgegeben. Alright. Ich glaube, dein 75er-Talent hast du noch nicht vergeben. Das ist durchaus richtig, ja. Ah, ich kann die Heilung besser skillen, ne? Hier noch Gottesschild. Ja gut, jetzt ist halt die Frage, skill ich die Heilung besser? Oder mache ich eine Spottbubble? Ist vielleicht bei so großen Puls tatsächlich gar nicht so blöd, ne? Weiß ich nicht. Ach, ich nehme die Heilung, keine Ahnung. Wenn ich die Bubble ziehe, dann haben die anderen es nicht verdient, dass sie überleben. So, gut, dann sind wir jetzt auch wieder durch mit der Stunde. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.